Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht hat die Befugnisse des Bundeskriminalamtes beschnitten. Die Karlsruher Richter erklärten das BKA-Gesetz in Teilen für verfassungswidrig. Vor allem die Vorschriften für Abhöraktionen und Internetüberwachung seien zu weit gefasst. Geklagt hatten unter anderem Politiker der Grünen und der FDP, als das BKA-Gesetz vor 7 Jahren reformiert worden war. Seitdem soll das BKA nicht mehr nur Straftaten aufklären, sondern auch Terroranschläge verhindern. Die Anschläge von Brüssel vor einigen Wochen. Um ähnliche Taten in Deutschland schon in der Planungsphase zu verhindern, ist seit 2009 das Bundeskriminalamt für die Abwehr von Gefahren durch internationalen Terrorismus zuständig. Laut BKA-Gesetz dürfen die Ermittler dafür zum Beispiel Wohnungen überwachen, Telefongespräche abhören, Computer online durchsuchen. 15 Mal wurde das Gesetz bis 2015 angewandt. Die Karlsruher Richter sagten heute, die Befugnisse des BKA seien im Prinzip in Ordnung. Aber die konkrete Ausgestaltung verstoße zum Teil gegen Grundrechte. Der Senat geht davon aus, dass heimliche Überwachungsmaßnahmen tief in den Schutzbereich dieser Grundrechte eindringen und deshalb einer gewichtigen sachlichen Rechtfertigung und einer strikten Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgebots bedürfen. Die Vorgaben des Gerichts lauten daher, nur bei einer konkreten Gefahr sei die Überwachung erlaubt. Besserer Schutz für Unbeteiligte, zum Beispiel für Kontakt- oder Begleitpersonen von Verdächtigen, und besserer Schutz für die Intimsphäre der überwachten Personen. Reaktionen im Gerichtssaal. Das ist ein guter Tag für die Bürgerrechte. Die Kläger haben in vielen Punkten Recht bekommen. Das ist eine starke Reaktion des Bundesverfassungsgerichts. Das ist eine klare Ansage an den Gesetzgeber. Jetzt gibt es ganz konkreten Handlungsbedarf. Bis Juni 2018 muss das BKA-Gesetz nun nachgebessert werden. Die Liste mit Nachbesserungen am BKA-Gesetz ist lang. Gleichzeitig betonen die Richter aber auch, die Sicherheit der Bevölkerung sei ein hohes Verfassungsgut. Das Urteil stellt keineswegs die Bedeutung der Terrorabwehr an sich in Frage. Innenminister de Maizière hat deutlich gemacht, dass er die Bedenken des Gerichts nicht teile. Das Urteil sei aber zu respektieren und werde umgesetzt. Politiker der Opposition begrüßten das Urteil. Es sei eine weitere Niederlage der schwarz-roten Koalition vor Gericht. 2014. Mehrere Anhänger der sogenannten Al-Qaida-nahen Düsseldorfer Zelle werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie wurden überführt mit Hilfe der Überwachungsmaßnahmen, die das BKA-Gesetz ermöglichte. Sie sollen Anschläge geplant haben. Dieser Fall zeige, das BKA-Gesetz sei erforderlich, so der Bundesinnenminister. Die rechtlichen Bedenken des Verfassungsgerichts stellen de Maizière nun vor neue Herausforderungen. Bedenken, die ich nicht teile und die den Kampf gegen den internationalen Terrorismus nicht erleichtern. Darunter sind einige, mit denen die Sicherheitsbehörden leben können. Bei anderen werde ich Wert darauf legen, dass die verfassungsmäßigen und rechtsstaatlichen Befugnisse im Kampf gegen den internationalen Terrorismus praktikabel anwendbar bleiben. Als die Überwachungsmaßnahmen im BKA-Gesetz verabschiedet wurden, war die SPD zwar mit an der Regierung. Die Verantwortung sieht sie aber offenbar bei der Union. Auch die SPD hat an einigen Stellen immer kritisch angemerkt, dass zum Beispiel der Austausch von Daten sehr sensibel ist. Die Opposition übt Kritik am Gesetzgebungsverfahren. Ich sehe das erst einmal als Ohrfeige an die Mehrheit des Parlaments. Und wir sollten endlich mit der Praxis aufhören, dass der Bundestag in seiner Mehrheit verfassungswidrige Gesetze beschließt und das Bundesverfassungsgericht dann als Reparaturbrigade zur Wiederherstellung der Bürgerrechte einspringen muss. Für den Bundesinnenminister geht es nicht nur darum, ein Gesetz in Teilen umzuformulieren. Das Urteil hat auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten. Gerade in diesem Bereich hatte de Maizière nicht auf weniger, sondern auf mehr Austausch von Daten gesetzt. Vertreter von NATO und Russland haben sich nach fast 2 Jahren diplomatischer Eiszeit heute erstmals wieder an einen Tisch gesetzt. Das Treffen des sogenannten NATO-Russland-Rats in Brüssel dauerte länger als geplant. Es gäbe aber weiter tiefgreifende Differenzen, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Eine Rückkehr zur Normalität könne es nur geben, wenn der Ukraine-Konflikt gelöst sei. Truppenverlegungen, riskante Militärmanöver, Provokationen. Auf tagesschau.de beleuchten wir die Streitpunkte und Risiken, die das Verhältnis zwischen NATO und Moskau derzeit belasten.
Die Hinweise auf eine weitere Flüchtlingstragödie auf dem Mittelmeer verdichten sich. Das UN-Flüchtlingshilfswerk befragte gerettete Schiffbrüchige, die ein solches Unglück bestätigten. Die Afrikaner seien in der vergangenen Woche von Libyen aus nach Italien aufgebrochen. Als sie auf hoher See von ihrem Boot in ein größeres umsteigen sollten, sei dieses bereits überladen gewesen und gekentert. Bis zu 500 Menschen könnten diesen Angaben zufolge ertrunken sein. Die 41 Überlebenden trieben offenbar tagelang auf See, bevor sie am Wochenende von einem Handelsschiff gerettet wurden. Die EU-Wettbewerbskommissarin Vestager hat ein zweites Beschwerdeverfahren gegen den Internetkonzern Google eröffnet. Dabei geht es um das Betriebssystem Android für Smartphones und Tabletcomputer, das weltweit auf 4 von 5 dieser Geräte läuft. Die EU wirft Google vor, diese Marktmacht auszunutzen und den Herstellern der Smartphones seine Programme aufzudrängen. Google hat jetzt 12 Wochen Zeit für eine Stellungnahme. Der Kartendienst Maps ist nur ein Beispiel. Wer ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android kauft, findet darauf normalerweise automatisch diverse Apps von Google, den Browser Chrome oder Gmail. Der Vorwurf der EU-Kommission, Google stelle Android den Geräteherstellern zwar kostenlos zur Verfügung, mache ihnen aber Auflagen. Manche Dienste von Google müssten installiert werden, zum Nachteil der Konkurrenz. Auf der Basis unserer Untersuchung ist die Kommission besorgt, dass das Verhalten von Google den Verbrauchern geschadet hat, indem der Wettbewerb erstickt und Innovation eingeschränkt wurde im gesamten mobilen Bereich. Google weist die Vorwürfe zurück. Jeder könne Android auch ohne Google-Dienste nutzen und jeder könne Apps anderer Hersteller installieren. Allerdings, manche Apps, so Google, funktionierten nur im Paket. Insgesamt habe Android für große Vielfalt bei den Anwendungen gesorgt. Schriftlich teilt das Unternehmen mit: Wir arbeiten gern weiter mit der Europäischen Kommission zusammen, um deutlich zu machen, dass Android den Wettbewerb fördert und gut für Verbraucher ist. Die EU-Kommission erweitert ihr laufendes Verfahren gegen Google und erhöht den Druck. Sollte sie am Ende bei ihrer Position bleiben, drohen dem Unternehmen Strafen in Milliardenhöhe. Geschönte Abgaswerte von Dieselmotoren auf dem Prüfstand gibt es offenbar nicht nur bei VW. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung manipulieren auch andere Hersteller den Ausstoß von Stickoxiden. Diese Giftstoffe werden offenbar bei Kälte nicht aus dem Abgas herausgefiltert, weil das dem Motor schaden könnte. Daimler, Opel, Ford, Renault. Seit Monaten prüft das Kraftfahrtbundesamt Dieselfahrzeuge zahlreicher Hersteller. Das Ergebnis? Fast alle Fabrikate stoßen viel mehr Stickoxid aus als zulässig. Genaue Messwerte halten Kraftfahrtbundesamt und Verkehrsministerium aber zurück. Die Verbraucher werden nicht im Unklaren gelassen, sondern es wird ein Gesamtergebnis geben, das, wenn diese Untersuchungen wirklich abgeschlossen sind, veröffentlicht wird. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch mit Autoherstellern natürlich gesprochen. Etwa über die Testbedingungen im Labor, die vom Normalbetrieb abweichen. Bei gut 20 Grad Raumtemperatur schneiden die Dieselfahrzeuge nämlich gut ab. Draußen jedoch, bei niedrigeren Temperaturen, schalten viele Motoren die Abgasreinigung aus. Mitunter schon bei 10 Grad, was Umweltschützer anprangern. Derzeit haben wir ja nur Tests unter Laborbedingungen, bei denen es eben viele Möglichkeiten gibt, zu tricksen für die Hersteller. Das Bundesumweltministerium kritisiert ebenfalls, dass sich schon bei durchschnittlichen Temperaturen die Schadstofffilter abschalten. Ich kann dazu nur sagen, dass eine Abschalteinrichtung absolute Ausnahme sein muss. Mehrere Monate nach Beginn der Volkswagen-Affäre geraten nun auch andere Hersteller in Erklärungsnot. Der japanische Autobauer Mitsubishi hat eine andere Manipulation eingeräumt. Um auf dem Prüfstand den Spritverbrauch zu senken, wurden die Reifen viel zu stark aufgepumpt. Betroffen sind etwa 600.000 Kleinstwagen auf dem japanischen Markt. Bei den US-Vorwahlen haben die Favoriten der beiden großen Parteien ihren Vorsprung weiter ausgebaut. Im Bundesstaat New York konnte sich Hillary Clinton bei den Demokraten durchsetzen, Donald Trump bei den Republikanern. Beide Politiker sehen sich bereits als parteiinterne Sieger im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur.
In seinem Heimatstaat New York konnte Donald Trump besonders viele Wähler mobilisieren. Die Wahlbeteiligung bei den Republikanern ein Drittel höher als 2008. Das bescherte dem Milliardär rund 95% der New Yorker Delegierten. Ein klarer Sieg über die Konkurrenten Kasich und Cruz. Ein richtiges Rennen ist das nun nicht mehr. Nach allem, was ich sehe, ist Ted Cruz rechnerisch so gut wie ausgeschaltet. Donald Trump dominiert bei den Republikanern wie Hillary Clinton bei den Demokraten. New Yorks ehemalige Senatorin spürbar erleichtert, dass sie den hier in Brooklyn geborenen Bernie Sanders so deutlich schlagen konnte. Vor knapp einem Jahr hat das Rennen um die Nominierung begonnen. Nun sind wir auf der Zielgeraden, der Sieg in Sicht. Rund 80% der landesweit erforderlichen Delegiertenstimmen hat die Favoritin inzwischen errungen. Ein komfortabler Vorsprung. Auf dem Weg ins Weiße Haus waren die Vorwahlen in New York ein Meilenstein. Clinton konnte sich von ihrem Konkurrenten absetzen. Ihr ist die Nominierung der Demokraten kaum noch zu nehmen. Trumps Triumph in seinem Heimatstaat macht es der republikanischen Führung nun noch schwerer, den umstrittenen Kandidaten auf dem Parteitag im Juli per Kampfabstimmung zu verhindern. Der norwegische Attentäter Breivik hat erfolgreich gegen seine jahrelange Einzelhaft geklagt. Damit verstoße der Staat gegen die Menschenrechte, entschied ein Gericht in Oslo. Nicht durchsetzen konnte sich Breivik mit der Klage gegen die Kontrolle seiner Außenkontakte. Er hatte 2011 bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet. Das Urteil kommt nur schriftlich. Auf 37 Seiten erläutert der Richter seine Entscheidung. Der norwegische Staat hat mit den Haftbedingungen für Anders Behring Breivik gegen § 3 der Menschenrechtskonvention verstoßen. Der verurteilte Massenmörder Breivik ist unter anderem durch häufige Leibesvisitationen und die lange Isolationshaft erniedrigt worden, so das Bezirksgericht. Er muss jetzt Kontakt zu anderen Menschen bekommen. Die Isolation, dass er keinen Kontakt zum Beispiel zu anderen Gefangenen hat, das muss jetzt aufhören. Im Juli 2011 tötete der überzeugte Rechtsradikale in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen. Es ist das schlimmste Gewaltverbrechen in Norwegen nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach seiner Verurteilung zu 21 Jahren Haft mit der Möglichkeit einer anschließenden Sicherheitsverwahrung lebt Breivik in einem Hochsicherheitsgefängnistrakt wie diesem mit Fernsehen, Fitnessgeräten, Computerspielen, allerdings ohne Internetzugang. Wir sind überrascht über das Urteil und wir sind anderer Meinung. Wir haben die Fakten geprüft. Für uns war die Isolationshaft gut begründet. Auf den Straßen in Oslo sorgt das Urteil bei vielen für Unverständnis. Ich finde nicht, dass er es schlechter hat, als er es verdient, sagt diese Frau. Ich bin nicht erstaunt über dieses Urteil, aber es ist natürlich verstörend. Es ist schade, dass er immer noch so viel Raum in der Öffentlichkeit bekommt. Die Staatsanwaltschaft will in den nächsten Tagen entscheiden, ob sie in Berufung geht. Ingo Zamperoni wird neuer Moderator der Tagesthemen. Das gaben die ARD-Intendanten in Potsdam bekannt. Derzeit arbeitet Zamperoni als Korrespondent im Studio Washington. Von Anfang Oktober an soll der 41-Jährige dann im wöchentlichen Wechsel mit Kara Miosga die Magazinsendung präsentieren. Zamperoni folgt auf Thomas Roth, der im Herbst in den Ruhestand geht. Der Schauspieler Karl-Heinz von Hassel ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Hamburg. Begonnen hatte er seine Leinwandkarriere 1960 in Gustav Gründgens Verfilmung von Goethes Faust. Dem TV-Publikum bekannt wurde von Hassel vor allem als Frankfurter Tatortermittler Edgar Brinkmann. Die Lottozahlen: 1, 5, 11, 13, 20, 49, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 21. April. Eine Hochdruckzone bringt uns auch morgen freundliches Wetter. Dabei strömt noch etwas wärmere Luft zu uns, bevor sich zum Wochenende polare Luft ausbreitet. Die Nacht verläuft klar, nur über den Norden und Osten ziehen ab und an Wolken, vereinzelt bildet sich Nebel, vor allem an Flüssen und Seen. Am Tag viel Sonne, nur an den Küsten und im Nordosten ist es mitunter auch mal dichter bewölkt, später wird es auch im Südwesten und Westen wolkiger. Heute Nacht Werte zwischen +6 und -2 Grad, am Tag 10 bis 23 Grad.
Am Freitag ist es im Norden und Osten freundlich, sonst dichte Wolken, etwas Sonne. Im Süden und Westen regnet es örtlich. Am Samstag ist es im Süden regnerisch, im Norden einige Schauer, in höheren Lagen schneit es. Am Sonntag kaltes, wechselhaftes Aprilwetter. Pina Atalay meldet sich gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Halbfinalspiels Hertha BSC und Borussia Dortmund mit diesen Tagesthemen. Trickserei auf dem Teststand, Mitsubishi schön Verbrauchswerte und Politik auf Achterbahnfahrt. Koalition tagt im Vergnügungspark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.